Und mal wieder herzlich willkommen. Jo, Wolle Wolle. Und ich habe in der Zwischenzeit mal Life in the Woods geupdatet. Zur Version 1.1.5, glaube ich, war es. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe den Eindruck, die Shader sehen noch mal ein bisschen hübscher aus. Kann aber auch an mir liegen. Und was auch ganz nett ist, ich hatte ja den Punkt mit unserem Atlas, wo das eine Biom falsch dargestellt wurde. Und jetzt ist... Okay. Jetzt ist diese Textur standardmäßig integriert. Und ja, ihr seht keine komischen Fehler mehr. Das war, glaube ich, hier dieses Biom. Ist jetzt alles automatisch drin. Da hat sich meine Faulheit bezahlt gemacht. Wurde sowieso übernommen. Das finde ich ganz schön. Jo, und was leider nicht gemacht wurde, also dieser Fehler mit dem Licht wurde leider nicht behoben. Also die Laternen sind teilweise immer noch dunkel, bis man irgendwie eine andere Lichtquelle in der Nähe hat. Aber was soll's, das ist ja nicht so dramatisch. So, mal noch was essen. Und dann gehen wir mal nochmal zu unseren Schäfchen. Om nom nom. Ach so, genau. Ich habe Kühe mit unserem Flammenschwert geschlachtet. Daher kommen die ganzen gekochten Steaks. Da war ja was, da war ja was. Kann ich euch wieder züchten? Nö. Ah doch. Nö. Hallo? Du vielleicht? Nein, nicht die Kuh. Auch Schafe. Geht weg. Es gäbe hier was umsonst. Meine Güte. Boah, nee. Geht anscheinend noch nicht. Aber scheren können wir so. Du noch? Ihr beiden. Na. Das ist entwischt. 44. Wenn wir wieder ein Stack haben, können wir den nächsten Flügel angehen. Drinnen waren keine Schafis mehr, ne? Nö. Nur eine Kuh, die da irgendwie in der Ecke steht und sich schämt. Weil sie eine Kuh ist. Okay. Ach, lass mich durch. So. Was ich ja auch noch gemeint hatte, war eine Art Sägemühle, die mit Wasser angetrieben wird. Das wäre auch noch sowas, was wir bauen könnte. Allerdings bin ich mir da auch noch nicht ganz sicher, wohin. Denn wir brauchen doch ein recht gerades Stück Fluss dafür. Und es sollte nicht unbedingt hügelig da sein. Da kommen leider nicht allzu viele Stellen in Frage. Könnten wir mal gucken gehen. Den Weg könnten wir auch noch ein bisschen weiterziehen. Beziehungsweise auch schon mal das Gelände vor der Mühle könnten wir eigentlich auch mal angehen, dass das schon mal vorbereitet wird. Denn ich will da ja ein schön großes Weizenfeld auf den Hügel packen. Einerseits, damit wir immer genug Weizen haben. Andererseits einfach, weil es schön aussieht. Ja, und an geraden Stücken Flüssen, da wäre eventuell hier die Stelle ganz gut. Allerdings ist der Hügel da ein bisschen unschön. Weil ich hatte ja gesagt, das soll so ein bisschen Skyrim-mäßig aussehen. Wir brauchen halt einmal eine Rampe hier, die etwas hochgeht. Dann brauchen wir noch ein Stück für das eigentliche Ding. Und dann wollen wir das Holz auf der anderen Seite ja auch nicht unbedingt ins Wasser hier fallen lassen. Deswegen ist hier eventuell ein bisschen knapp. Wo du schon mal gerade da stehst. Warum nicht? Oh, noch ein Schaf. Ist ja wunderprächtig. Andere Stelle wäre etwas weiter hier vorne. Wobei wir das Dorf ja sowieso in diese Ecke hier ziehen wollen, wäre eventuell hier. Und das Ding so einen Schlenker macht. Ich meine, hier müssen wir eh noch ein bisschen auffüllen.
Hätten wir aber hier, könnte man eine Rampe hinmachen und auf der anderen Seite könnte das Holz dann abgeladen werden. Aber ich glaube, hier wäre eine bessere Stelle für die Konstruktion. Müssen wir mal schauen. Allerdings müssen wir dafür noch den Weg ein bisschen weiterziehen. Und da vorne neben der Mühle können wir ja noch ein Haus hinbauen oder so. Wobei ich sowieso noch irgendwo an den Weg zur Mühle noch so einen kleinen Schuppen hinmachen wollte. Einfach, keine Ahnung, wo das Weizen dann noch zwischengelagert wird oder sowas. Ein bisschen größer als unser Gartenschuppen, aber sowas in der Art. Einfach so eine kleine Überdachung. Das wäre, glaube ich, auch noch ganz hübsch. Und ihr seht, hier zum Beispiel ist kaputt. Wenn ich jetzt hier Licht mache, dann geht es irgendwie an. Das ist irgendwie anscheinend ein Fehler mit dem Updaten. Kann sein, dass die anderen eben an sind, weil wir hier noch normale Lichtquellen in der Nähe haben, wo das Licht dann wahrscheinlich einfach geupdatet wird. Ich weiß es nicht. Könnte mir aber sowas vorstellen. Aber ist ja nicht so dramatisch. Wäre zwar schön, aber naja. Gehen wir erstmal schlafen, dass die Leute auch was sehen. So. Aber es kommt mir vor, als wäre es generell ein bisschen heller jetzt mit der neuen Version, dass die Farben so ein bisschen bunter sind und mehr strahlen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich es schön. Okay. Ich würde sagen, wir gehen nochmal eine Runde Schafe scheren und dann müssten wir eigentlich genug für den nächsten Flügel zusammen haben. Und wenn nicht, fangen wir einfach an, das Gelände, beziehungsweise erstmal einen Weg zur Mühle zu pflastern. Und dann nach und nach den Boden. Da will wohl einer sterben. Tut mir leid. Lass mal den Weg schon mal pflastern, das Gelände vorbereiten. Und wir sollten vielleicht auch nochmal den Bambusblock im Sumpf abernten gehen und Kompost draus machen. Denn das muss ja dann auch alles mit Gartenerde voll gemacht werden. Und das kann ein bisschen was werden. So, ich hatte jetzt allerdings nicht genau im Kopf, wie viel das war. Reichen 57? Ich weiß es nicht. Es war kein ganzer Stack, aber fast. Vielleicht noch die 60 voll machen. Oder so. 58, na toll. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Los, friss. Friss Gras. Los, tu es. Ah, du hast Gras gefressen. Sehr gut. 59, na toll. Aber ich glaube, das hat gereicht. Das war irgendwas Ticken über 50 oder so. Und wird jetzt einfach der nächste Flügel mal gebastelt. Habe ich denn meinen Zettel hier noch irgendwo rumliegen, wo ich mir das so ein bisschen aufgekritzelt habe, dass ich mich nicht verbaue? Wobei es eigentlich auch recht einfach ist. Wir haben hier, well, zweimal 2, dann 2 Einser, dann 2, 3, 4. Und dementsprechend dann den Kram, da haben wir dann einmal einen Schritt, dann alles 2 Schritte und dann 2, 3 Schritte. Das lässt sich merken. Und unser gelbes Pissschaf steht immer noch in der Gegend rum. Na du? Gut. Dann machen wir als nächstes diesen Flügel, würde ich sagen. Das war von uns von oben nach unten arbeiten. Ist, glaube ich, ganz praktisch dann so. So, dann brauchen wir wieder jede Menge Erde. Wir brauchen Holz, wir brauchen die Gitter und wir brauchen Dichter. Schaufel wäre auch noch praktisch, damit wir das Erdgerüst wieder abbauen können. So. Dann geht's nach oben. Schwupp, 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 schwupp. Oh je. Und so. Gut. Dann hole ich mir trotzdem noch mal kurz den Zettel. Ist das gute Stück? Dann kann's losgehen. Das haben wir diesmal in dieser Ausrichtung. Ja. Papier, Papier. Gut. Das heißt, es geht diesmal hier los.
Gehen wir schon mal ein bisschen rüber. Und hepp. Dann haben wir hier 1, 2 nach oben. Genau. Dann 1, 2 rüber. Dann wieder 1, 2 nach oben. Flup, flup. Dann geht's noch mal etwas zur Seite. Und hepp, hepp. Noch 1, zack. 1, zack. Dann noch mal etwas rüber. Und dann haben wir hier 1, 2. Ja, ich bin zu hoch. So, euch nochmal weg. Und zack, weil jetzt müssen wir eigentlich nur noch zur Seite. So, dann haben wir da die 2. 1, 2. Und die 3. Und 1, 2, 3. So, haben wir 1, 2, 2, 3, genau. Und dann kommt hier noch 1, 2, 3 und 4. Und 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4 und 5. Und jetzt die Wolle. Und das wird noch spaßig. Das hier kann schon mal nochmal weg. Jetzt müssen wir von unten ran. Ich fange lieber nochmal hier an. Dann verbaue. Boah, bin ich froh, dass ich da noch einen Block hatte. Das verbaue ich mich auch nicht so. So. Dann. Erstmal hier noch ein Ding hin. Denn da fangen wir an, wenn ich mich nicht irre. Genau. Nämlich hier mit 1, 2, 3, 1, 2, 3, genau, dann fängt es an mit den 2 Abständen, wird es hier immer 2 länger, gut, das ist kein Problem, und flupp, und wir müssen weiter nach drüben. Und flupp. Na, ich treffe nicht. So. Und noch weiter rüber. So. Dann noch 2 rüber. Das ist so ein Gefriemel hier. Ich liebe es, auf Erdgerüsten rumzubauen. Verliert man auch sehr, sehr gerne mal die Übersicht. So. Und so. Man müsste es hier anfangen mit Dreierweite, genau. Das sind die beiden letzten. So. Moment, noch 1, genau. Dann noch weiter rüber. Oh, genau 1 zu wenig. Ist das denn zu fassen? Es waren genau 60.
Kannst du nicht mal hier hochkommen, Schaf? Och nö. Believe I can fly. Nur auf die Rüstung ein bisschen aufpassen. Ach, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Hey, nicht weglaufen. Aber schon mal gucken, ob das so stimmt. Na toll, jetzt ist die Erde im Weg. Ach, okay. Wir merken uns aber, es waren genau 60. Ja, die Erde ist im Weg. Stimmt das mit dem Holz? Denn wir haben hier 1, 2 hoch. Wir haben da 1, 2, dann 2 einzelne, dann 2er, 3er, 4er, 2er, 3er, 4er und dann 5 da. Das schließt genau mit dem Stöckchen ab. Das sieht soweit ganz gut aus. Es fehlt nur noch der letzte Wolleblock da ganz am Ende. Ist ein Traum. Oh, hier schon mal die Erde ein bisschen mitnehmen. Da wird auch schon einiges verschwunden sein. Dann gucken wir mal so. Dann müsste ich mich eigentlich hier einfach hochbasteln können. Naja, fast. Den Spaß abzubauen, das wird auch nochmal eine Freude. Und dann noch einmal den hier. Yay. Gut. Kommt der Spaß hier erstmal weg, dass wir auch was sehen. Diese Farben. Einfach wunderbar. So, das weg. Den Erd. Phallus da, den machen wir gleich weg. Müssen wir uns eh nochmal für hochbauen. Ja, wäre wahrscheinlich schlauer gewesen, wenn ich mich hier nochmal hochgebaut hätte. Dann hätten wir alles gleichzeitig abbauen können. Aber was soll's. Yay. Die Erde nochmal ein bisschen aufsammeln. So grob. Ein Bett hatten wir, glaube ich, hier drin noch stehen. Dann gehen wir da jetzt nochmal schnell schlafen. Dann können wir das auch bei Tageslicht bewundern. Das Bett sollte ich eigentlich mal noch hier runterstellen. Ach ja, ach ja. Und hier drin müssen wir auch noch das Gitter hinmachen. Uah. Aber wie gesagt, die Windmühle ist somit das Größte bisher an Bauwerken. Sieht soweit ganz richtig aus. Falls ich mich hier irgendwo verbaut habe und ihr merkt das, sagt bitte Bescheid. Dann können wir das ganz schnell fixen. Dann hat es auch niemand gesehen. Bei so größeren Sachen fällt einem das auch nicht unbedingt sofort auf, wenn irgendwie ein Block falsch ist oder so. Aber man will es ja dann doch irgendwie richtig haben. Selbst wenn es nicht so sehr auffällt. Jo, und dann heißt es wieder Wolle sammeln. Aber ich glaube, in der Zwischenzeit fangen wir dann wirklich einfach mal an. Musste jetzt die Schaufel kaputt gehen. Hier vorne alles auf Klarschiff zu machen. So, habe ich noch Sticks? Sieht nicht so aus. Das ist schade. Zack. Dann haben wir eine neue Schaufel. Und dann können wir den Rest noch gerade fertig machen. Na, natürlich komme ich ans Letzte nicht mehr ran. So. Wäre das auch wieder weg. Nimmt so langsam Form an. Langsam aber sicher.
So, dann hier dieses komische Pinöpel hier noch weg. So, hier drüben das auch noch. Weil ich vielleicht hier die Kante sowieso noch ein bisschen anpasse, dass das Gefälle nicht so steil ist hier an der Ecke. Aber mal schauen, das hat Zeit. Jetzt erstmal den Weg bauen, beziehungsweise das Gelände sowieso erstmal glatt machen. Oh je, und hier dann noch mit dem Rasenmäher drüber, bevor wir das alles zu Weizenfeldern machen. Oh je. Weil ich hinter der Mühle gar nicht weiß, ob wir da wirklich Weizenfelder draus machen sollen, hier diese Spitze. Ich glaube, das lasse ich mal vielleicht die ersten zwei Ebenen noch. Hier, aber dann sieht das, glaube ich, nicht so gut aus, wenn wir das noch mehr machen. Ach, tatsächlich ist das mal ein bisschen gewachsen. Wer hätte es gedacht? Jetzt brauchen wir es aber leider nicht mehr. Wir haben ja auf unserer Reise genug Bücher geklaut. Gut. Sand habe ich noch ein bisschen dabei. Das ist schön. Dann kann man hier direkt einfach mal anfangen, den Weg noch etwas weiter zu ziehen. Die Gabelung hier haben wir ja schon gemacht. Nur, das muss jetzt halt noch ein bisschen weitergehen, ne? Dann machen wir mal hier ein bisschen Ritsch. Lasse ich das von der Länge so. Ja, das kann jetzt immer ein bisschen länger werden. Das haben wir hier dann 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, diese Spitze runde ich auch noch ein bisschen ab. Okay, der Grünton passt nicht ganz dahin. So, weiter im Text. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sagen wir 8. Ja, hier muss ich mal schauen. Eventuell mache ich das hier komplett noch irgendwie ein bisschen weg. Sieht nämlich immer ein bisschen blöd aus, wenn der Weg da so dran entlang läuft. Irgendwie stimmt die Farbe hier an der Seite nicht. War das früher auch schon so? Ich glaube es nicht. Kann sein, dass das ein Bug in der neuen Version ist. Ja, ich glaube, ich mache hier diese Ebene komplett weg. Mal schauen. Vielleicht lasse ich es doch bei 7, weil ich will noch ein Stück rüber. Ich will das hier nicht jetzt gerade irgendwie zulaufen lassen. Dann machen wir hier jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und füllen das schon mal auf. So. Dann gehen wir jetzt vielleicht noch mal rüber. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diesmal nur. Das war ein bisschen enger diesmal gehen. So. Und jetzt müssten wir eigentlich hier mal schauen, wo wir denn hoch wollen. Am besten ja irgendwie hier so. Ja. Mache ich das hier gerade nochmal weg. Dann gehen wir hier eine Ebene hoch. Ach, der Baum kommt auch mal noch weg. Der stört im Moment. Ich werde auch hier mitten in die Weizenfelder auch noch vereinzelt ein, zwei Bäume hinstellen. Das sieht, glaube ich, dann ein bisschen schöner aus. Kann das hier wieder zu. Natürlich habe ich die Schere nochmal rübergepackt. Dann kommt das hier nämlich auch zu. Hier war, glaube ich, das Wasser, oder? So. Schaue ich mal, vielleicht können wir hier doch noch irgendwie
Oder? Schwierig. Nee, ich glaube, ich mache das hier weg, oder? Oder? Nee, es passt eigentlich so besser in die Landschaft. Muss ich nur hier die Seite noch ein bisschen schöner machen, dass das etwas besser zum Weg passt. Kann man ja irgendwie hier sowas machen. Dann das hier noch ein bisschen hier abrunden. Und dann sollte das gehen. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Ich könnte das vielleicht mal in unsere Essenstasche hier legen. So, dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Dann brauche ich sowieso noch die Carpenters-Blöcke. Habe ich gar keine mehr. Was denn das? Hä, ungünstig. Das Bett kann ich mal noch weglegen, dann habe ich nochmal ein bisschen mehr Platz. Und ich muss sowieso dann die Carpenter-Blöcke machen. Ich hoffe, ich weiß noch, wie die gehen. Bett einfach mal hier hin. Ist ja jetzt egal. Das war doch irgendwie mit Sticks irgendwie so, oder? Nö. So? Nö. Vielleicht andersrum? Verdammt. Nö, das sind Trim. Von den Drawern. Ich muss nochmal nachgucken. Entschuldigung. Was haben wir denn da? Das waren die Carpenters-Blöcke. Ah, okay. Nevermind. Dann einmal drumherum. Zack. Gut. Ja, ich glaube, das leuchtet etwas mehr als in der vorherigen Version. So. Und ich habe schon wieder übelst überzogen. Verdammt. Zack, zack. Und dann würde ich sagen, geht's weiter in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.